Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Star Fox Comic Box. Diesmal soll es um Batman und den Joker gehen. Und zwar in dem Comic The Killing Joke aus dem Jahre 1988 von Alan Moore und Brian Bolland. Batman wurde bereits 1939 von Bob Kane und Bill Finger erfunden und hatte seinen ersten Auftritt in Detective Comics Ausgabe 27. Bereits kurz darauf hatte auch der Joker seinen ersten Auftritt in Batman Nummer 1 1940. Batman kennt man auch als den Milliardär Bruce Wayne, also das ist seine Geheimidentität in Gotham City. Seine Eltern, die Milliardäre Thomas und Martha Wayne, wurden nach einem Kinobesuch mit ihrem Sohn Bruce Wayne auf der Straße bei einem Überfall mit einer Pistole erschossen. Und seitdem hat Bruce Wayne sich vorgenommen, das Verbrechen zu bekämpfen. Er hat dann später als Milliardär und Playboy in Gotham City die Identität des Batman angenommen, also des Fledermausmannes, und sich ein Fledermauskostüm angezogen, weil das den Verbrechern Angst machen sollte. Er wird auch der Dunkle Ritter genannt. Er hat also eine Bildsprache wie ein Fledermaus oder ein Vampir, eine düstere, dunkle Gestalt, die vor allem in der Nacht unterwegs ist, um aber eigentlich Gutes zu tun und Verbrechen zu bekämpfen. Der Joker hingegen ist ja ein Clown, so ein Harlekin, ein Clown. Er wird auch der Clownprinz des Verbrechens genannt, so ein wahnsinniger Clown, der eigentlich etwas Lustiges und Schönes darstellt, andererseits aber ein wahnsinniger Clown, ist ein Killer-Clown oder ein Horror-Clown, der völlig wahnsinnig ist und unvorhersehbare Verbrechen begeht und Menschen ermordet und eine große Gefahr für die Menschheit, speziell in Gotham City, darstellt. Insofern sind Batman und der Joker auch zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und in der Geschichte der Comics begegnen sie sich dann immer wieder und haben immer wieder verschiedene Kämpfe und Auseinandersetzungen. Dabei stellt sich dann immer die Frage, ja, ist Batman nicht eigentlich indirekt mit für die vielen Verbrechen und Mordtaten des Joker verantwortlich, weil er ihn am Leben lässt. Also der Joker wird oft gefasst und dann eingesperrt, aber irgendwann kann er wieder ausbrechen und begeht weitere Mordtaten. Und insofern ist das immer ein moralisches Dilemma, denn Batman will ja keine Schusswaffe benutzen, keine Pistole und keine Menschen töten. Das ist so sein Ehrenkodex, zumindest größtenteils in den Comics. Und dann ist da das Dilemma, ja, ist er dann eigentlich mitverantwortlich für die ganzen Verbrechen des Joker? Und das spielt dann auch in diesem Comic teilweise eine Rolle. Ich zeige dir mal die Coverabbildung von diesem englischen Hardcover. The Killing Joke vom Autor Alan Moore mit dem Zeichner Brian Bolland. Da sieht man auch den Joker auf dem Cover mit einer Fotokamera der Marke Witz. Also, ja, das ist ja das deutsche Wort für Joke. Und dann können wir mal reinschauen. Hier in dieser Ausgabe sieht man hier auch nochmal vor Beginn der eigentlichen Geschichte dieses Bild vom Joker. Dann ist da ein Vorwort von Tim Sale, einem späteren Batman-Zeichner. Und das sind die ersten beiden Seiten des Comics. Da kommt jetzt noch wenig Sprache vor, aber man sieht schon, dass Batman auf dem Weg zum Arkham Asylum ist, also zu der Irrenanstalt für Verbrecher. Und dann geht er hier zum Beispiel an der Zelle von Two-Face vorbei, Harvey Dent, dem früheren Staatsanwalt, der zu Two-Face geworden ist. Und dann öffnet sich eine Tür. Und ähnlich wie jetzt hier diese Tür aufgeht, sehen wir, wenn wir umblättern, dann auch, dass Batman durch die Tür in die Zelle hineingeht, wo er mit dem Joker sprechen möchte. An einem Tisch sitzt der Joker, legt Karten und Batman sagt, er möchte eigentlich ihr Verhältnis klären. Also sie haben ja lange Zeit dieses feindschaftliche Verhältnis des Helden und des Verbrechers und Batman denkt, das muss doch irgendwann so enden, dass der eine den anderen tötet oder dass sie sich gegenseitig töten. Und er will jetzt noch einmal versuchen, dieses Problem zu klären, ohne dass es tödlich enden muss. Er merkt dann aber bald, als er die Hand des angeblichen Joker hier berührt, dass da Schminke dran ist und dass ein anderer Insasse sich eigentlich als Joker verkleidet hat.
das ist gar nicht der Joker, sondern der Joker ist schon wohl vor längerer Zeit ausgebrochen und geflohen aus Arkham Asylum. Und ein anderer Insasse war nur als Joker verkleidet. Batman möchte nun von dem erfahren, wo der echte Joker ist. Und inzwischen ist der Joker hier auf einem Jahrmarkt oder einem Vergnügungspark auf einem Gelände und möchte von dem vorherigen Besitzer diesen Vergnügungspark kaufen und da irgendetwas aufbauen, hat etwas vor mit diesem Jahrmarkt, mit diesem Vergnügungspark. Er sagt dann am Ende, ja, Geld spielt keine Rolle, zumindest heutzutage nicht mehr. Und dann gibt es eine Rückblende in die Vergangenheit des Joker. Früher hat er nämlich dort als armer Comedian oder Komiker, Stand-up-Comedian gearbeitet, war arm, wohnte in einer schlechten Wohngegend und hatte eine Frau, die schwanger war und machte sich Sorgen, wie er überhaupt genug Geld verdienen kann, um seine Frau und das Kind, das sie erwarten, zu ernähren, oder er wünscht sich, in eine bessere Gegend ziehen zu können mit ihnen. Dann geht's weiter hier auf dem Jahrmarkt. Der Joker ermordet dann diesen früheren Besitzer des Jahrmarkts mit seinem Joker-Gift, indem er ihm das mit einem Stachel in die Hand injiziert, und dann stirbt dieses Opfer und hat auch weiße Haut und ein irres Grinsen im Gesicht. Das ist die Folge von diesem besonderen, gefährlichen Joker-Gift. Batman inzwischen in seinem Batcave, in seiner Bathöhle, hält hier die bekannte Joker-Karte in der Hand und überlegt, wer der Joker eigentlich ist, wie er ihn finden kann. Er gilt ja als völlig unbekannt, also man weiß nicht seinen bürgerlichen Namen oder seine genauere Herkunft. Deshalb ist er unbekannt und stellt ein Geheimnis dar und eine große Bedrohung für die Menschen. Der Butler Alfred bringt Bruce Wayne bzw. Batman in der Bathöhle dann eine Erfrischung. Und er ist weiter auf der Suche nach dem Joker. Und inzwischen, an anderer Stelle, an einem anderen Ort, sieht man dann Commissioner James Gordon mit seiner Tochter Barbara Gordon zu Hause. Sie sprechen auch über Batman und den Joker und die ersten Begegnungen mit dem Joker. Und James Gordon hat seiner Tochter als Kind schon vom Joker erzählt und sie hatte dann Angst vor ihm, hatte Albträume. Und als sie darüber sprechen, ist es dann so, dass sie die Tür öffnet, weil es klingelt oder klopft. Dann öffnet sie die Tür, und so wie sie die Tür öffnet, sehen wir auch wiederum als Leser, wenn wir umblättern, dann, wer da ankommt. Denn da steht der Joker vor der Tür, als Tourist gekleidet, mit einer Kamera, mit einer Pistole, und schießt auf Barbara Gordon, fällt hin. Seine Handlanger verprügeln James Gordon und entführen ihn dann und nehmen ihn mit. Genau. Und dann gibt es wieder eine Rückblende in die Vergangenheit des Joker. Da sitzt er in einer Bar am Tisch mit zwei Gangstern und die planen einen Überfall auf eine Chemiefabrik, wo der künftige Joker früher mal gearbeitet hat. Deshalb soll er ihnen da den Weg zeigen. Sie wollen durch diese Chemiefabrik dann in eine Spielkartenfabrik kommen und die ausrauben. Und er soll so einen Helm von Red Hood aufsetzen, so eine rote Maske, damit man ihn nicht erkennt. Und dieser Red Hood, der existiert eigentlich gar nicht wirklich, dieser Superschurke. Diesen Helm setzen immer andere Verbrecher auf, so dass die Polizei und andere denken sollen, das ist eine Red Hood Gang, aber das wird einfach immer irgendeinem anderen Mittäter aufgesetzt. Im Krankenhaus besucht Batman Barbara Gordon. Sie hat überlebt, aber der Arzt sagt, sie wird nie wieder gehen können, sie wird wohl im Rollstuhl sitzen. Und Barbara Gordon berichtet auch von den wahnsinnigen Augen des Joker und dass sie sich Sorgen um ihren Vater macht. Und sagt, der Joker hat nochmal eine weitere Linie übertreten und wird ganz grausame Dinge anrichten. Hier ist James Gordon dann auf dem Jahrmarkt gefangen, die Handlanger des Joker, so eine Art Freakshow. So Leute auf dem Jahrmarkt halten ihn da gefangen, foltern ihn, und der Joker hat vor, James Gordon in den Wahnsinn zu treiben. Er will zeigen, dass jeder Mensch, jeder durchschnittliche Mensch oder sogar ein besonders vernünftiger, guter Mensch auch in den Wahnsinn getrieben werden kann. Es braucht nur einen Schicksalsschlag oder sozusagen einen schlechten Tag,
One bad day. Und so ein schlechter Tag kann alles verändern. Und jeder kann wahnsinnig werden, wie der Joker selbst. Das will er mit James Gordon so anrichten. James Gordon wird dann hier in eine Geisterbahn gebracht. A Ghost Train. Und inzwischen haben wir wieder eine Rückblende. Da kommen nämlich jetzt Polizisten an zu dem früheren Mann, der später der Joker wird, und teilen ihm mit, dass seine Frau gestorben ist. Seine Frau ist bei einem Unfall zu Hause gestorben. Sie wollte einen Milchflaschenwärmer ausprobieren, da gab es einen Kurzschluss und so ein ganz unwahrscheinlicher Unfall ist passiert. Die Polizisten sagen, das ist so die Chance 1 zu 1 Million, dass sowas mal passiert. Und nun hat ihn eben dieser Schicksalsschlag getroffen. Und dennoch kehrt er hier zu diesen Gangstern zurück. Die sagen auch, das tut ihnen leid und so weiter. Aber er muss trotzdem bei den Verbrechen mitmachen. Er hat eigentlich jetzt keinen Grund mehr, weil er das Geld nicht mehr für seine Frau und seine Familie direkt braucht. Er will eigentlich nicht mehr mitmachen. Aber sie setzen ihn unter Druck und zwingen ihn, dass er nachts dann doch zu dieser Fabrik kommen soll und bei dem Einbruch mitmachen soll. Inzwischen fährt in der Zeit dann wieder James Gordon durch diese Geisterbahn und der Joker will ihn in den Wahnsinn treiben und zeigt ihm alle möglichen Bilder. Hier nämlich auch von seiner Tochter. Die hat der Joker noch fotografiert. Und jetzt zeigt er James Gordon Nacktbilder von Barbara Gordon, die verletzt ist und blutet. Und das soll ihn halt so erschrecken, dass er dann auch wahnsinnig wird. Während James Gordon durch diese Geisterbahn fährt, will Batman Spuren suchen, den Joker finden und befragt so einen kleinen Kriminelle, einen Gangsterboss. Den Penguin sieht man hier auch in einer Zelle, diesen bekannten anderen Schurken in Gotham. Und schließlich ist aber ein Bat-Signal am Himmel zu sehen. Und Batman begibt sich auf das Dach des Polizeigebäudes, folgt diesem Bat-Signal. Und dort bekommt er eine Karte vom Joker. Also der Joker hat ihm eine Freikarte für seinen Vergnügungspark geschickt. Da soll er hinkommen. Und nun kann Batman sich denken, wo der Joker ist. Und James Gordon wahrscheinlich gefangen gehalten wird. Und deshalb will er auch zu diesem Vergnügungspark fahren. Dann wieder eine Rückblende. Das ist der Überfall in der Chemiefabrik. Da sind aber Wachtleute und die beiden Gangster werden erschossen. Und der spätere Joker als Red Hood versucht weiter zu fliehen und läuft weg. Dann taucht aber überraschenderweise Batman da auf und er sagt den Wachtleuten, sie sollen nicht auf den Red Hood schießen. Er will ihn jetzt anderweitig verfolgen und fangen und sich darum kümmern. Dann stürzt Red Hood hinunter in einen Tank mit giftigen Chemikalien, wird hinausgespült und schließlich taucht er aus einem Fluss auf und dann sieht er sein Spiegelbild im Wasser und da sieht er weiße Haut, rote Lippen und grüne Haare und er muss ganz wahnsinnig, ganz hysterisch lachen und somit ist dieser Mann dann endgültig zum Joker geworden, zum späteren berühmten Horrorclown und Killerclown und gefährlichen Verbrecher. Aufgrund der Schicksalsschläge mit seiner verstorbenen Frau und jetzt auch noch durch diesen Chemieunfall, mit dem Batman ja auch dann zu tun hat. Dann sind wir wieder hier in dieser Zeit auf dem Vergnügungspark, dem Jahrmarkt. Da kommt Batman mit seinem Batmobil angefahren. Hello, I came to talk, sagt er hier. Da wird nochmal das wiederholt, was er zuvor schon in der Zelle gesagt hat, zu dem falschen Joker. Das, was er eigentlich mit dem Joker besprechen wollte. Dieser Text wird hier nochmal wiederholt, sozusagen aus dem Off. Aber dann greift er direkt den Joker an. Der Joker flieht. Er flieht hier in so ein House of Fun, so einen lustigen Irrgarten. Und Batman geht erstmal zu James Gordon hin, den er hier aus einem Käfig befreit. Und spricht kurz mit James Gordon. Da stellt sich heraus, dass James Gordon
aber nicht verrückt geworden ist, wie der Joker es geplant hat. Er konnte ihn nicht in den Wahnsinn treiben. Batman sagt ihm, dass seine Tochter noch lebt. Und James Gordon sagt, Batman soll nun den Joker verfolgen und fangen. Aber er sagt, by the book, also nach Vorschrift. Er soll auf gesetzestreue Weise den Joker verfolgen und fangen. Somit ist James Gordon doch noch bei geistiger Gesundheit und vernünftig geblieben. Und nun verfolgt Batman eben den Joker in diesem Irrgarten. Da sind schon viele Fallen für ihn aufgestellt. Schließlich ist da noch so ein Spiegelkabinett, a Hall of Mirrors. Hall of Mirrors, ein Spiegelkabinett. Verfolgt Batman auch den Joker und der große Endkampf zwischen den beiden geht weiter. Batman wirft den Joker dann durch ein Fenster. Ja, hier sind sie immer noch in diesem Gebäude, in diesem Irrgarten, kämpfen weiter und sprechen dabei auch miteinander. Also der Joker sagt jetzt auch zu Batman, wir sind doch eigentlich so ähnlich, du hast doch bestimmt auch mal so einen schlechten Tag oder so ein schlimmes Erlebnis gehabt, so einen Schicksalsschlag, der dich dazu gebracht hat, dass du eigentlich auch wahnsinnig werden müsstest oder verrückt werden müsstest. Deshalb bist du wahrscheinlich auch Batman geworden. Und das stimmt ja auch mit der Ermordung seiner Eltern. Das hat ja auch bei Batman ausgelöst, dass er zu diesem Superhelden geworden ist. Aber anders als beim Joker, der halt in den Wahnsinn verfallen ist und angesichts der Absurdität des Lebens, der zufälligen Ungerechtigkeiten in der Welt, dann dieser Superverbrecher geworden ist, dieser wahnsinnige Verbrecherclown, ist Batman ja zum Helden geworden und ist eben anders mit diesem Schicksalsschlag umgegangen. Und Batman sagte noch dem Joker, James Gordon ist nicht verrückt geworden, das ist vielleicht nur bei ihm, bei dem Joker so passiert. Und das muss nicht allen Menschen so ergehen wie ihm. Man kann auch anders damit umgehen. Dann wirft Batman den Joker durch ein Fenster nach draußen und dann sieht es so aus, als wenn der Joker auf ihn schießen will, mit einer Pistole. Das ist aber ein Scherzartikel, also damit kann er ihn nicht treffen, sondern sie stehen sich jetzt da im Regen gegenüber und unterhalten sich nochmal. Batman bietet nun dem Joker an, ihm zu helfen, also ihm von seinen Problemen, von seiner geistigen Erkrankung zu heilen, ihn zu unterstützen, wenn er versuchen will, den Wahnsinn zu überwinden und keine Verbrechen mehr zu begehen. Der Joker denkt aber, dafür ist es zu spät. Ja, er sagt, it's too late for that. Far too late. Es ist viel zu spät, ihn von seiner Existenz als wahnsinniger Killer-Clown irgendwie zu erlösen. Und er sagt, diese Situation, die erinnert ihn an einen Witz, den er dann erzählt. Dann kommt die letzte Doppelseite des Comics. Da erzählt der Joker Batman nämlich diesen Witz und so etwas übersetzt oder frei nacherzählt. Lautet dieser Witz, zwei Insassen wollen aus einer Irrenanstalt ausbrechen und klettern auf das Dach. Der eine der beiden Insassen springt ganz leicht hinüber auf ein gegenüberliegendes Dach. Der zweite bleibt aber zurück und er traut sich nicht herüber zu springen. Er hat Angst, dass er dann abstürzen und in den Abgrund fallen würde. Da sagt der erste, ich habe ja hier meine Taschenlampe dabei. Ich leuchte dir und auf dem Lichtstrahl der Taschenlampe kannst du dann herüberlaufen. Der zweite sagt aber, ich vertraue dir nicht. Wenn ich gerade in der Mitte bin, dann machst du das Licht aus und ich falle herunter. Denkst du etwa, ich bin verrückt, dass ich dir das glauben würde? Ja, das ist eben dieser Witz, den man sicherlich auf Batman und den Joker in dieser Situation übertragen kann. So, Batman entspricht dem ersten Insassen, der geflohen ist, der dem Wahnsinn praktisch entkommen ist. Und der zweite ist so wie der Joker, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht. Allein schon auf einem Lichtstrahl kann man ja sowieso nicht herüberlaufen. Das ist ja nur eine Illusion. Und dann vertraut er noch nicht mal dem anderen, sondern denkt, er würde auch das Licht ausschalten und dann würde er sowieso in den Abgrund hinunterstürzen. Ich denke, das kann man so interpretieren, dass Batman dem Joker Hilfe anbietet, ihm von seinem Wahnsinn, seiner Krankheit zu erlösen und zu helfen. Aber der Joker meint, es gibt gar keine Chance, das ist eine Illusion und es gibt gar keine Möglichkeit, dass er irgendwie gerettet wird und von seinem mörderischen Wahnsinn erlöst wird. Und insofern sieht es dann so aus, als wenn es sogar die einzige Erlösung für den Joker wäre, wenn Batman ihn tatsächlich tötet. Also man sieht ja dann hier, nachdem der Joker diesen Witz erzählt hat, dass Batman auch erst so lächelt und dann auch anfängt laut zu lachen. Dann lachen beide. Und Batman legt seine Hände jetzt auf die Schultern oder um den Hals des Joker. Dann sieht man nicht mehr genau, was weiter passiert.
Dann sieht man eben wieder eine Pfütze und Scheinwerfer von einem Polizeifahrzeug, ein Lichtstrahl hier im Wasser und dann Regentropfen, die ins Wasser fallen, die auf dem Wasser auftreffen und kreisförmige Wellen erzeugen. Das letzte Panel entspricht wieder dem allerersten Panel in dem ganzen Comic. Und insofern ist das mehrdeutig oder ambivalent, also man weiß nicht ganz genau, was jetzt zum Schluss passiert ist. Ich würde aber sagen, in der ganzen Logik und der Stimmung dieser Geschichte und dieses Comics kann man schon davon ausgehen, dass Batman den Joker tatsächlich getötet hat. Dass der Joker das in der Situation vielleicht sogar wollte. Man sieht hier in einem Panel noch, dass der Joker sich jetzt nicht groß wehrt. Also seine Hand sieht man da in der Luft, aber er scheint sich gar nicht zu wehren. Wenn es nun tatsächlich so ist, dass Batman ihn erwirbt und töten will, ist das vielleicht vom Joker sogar mit dem Witz so angedeutet worden, dass er sich das wünscht. Es ist, wie gesagt, vieldeutig und mehrdeutig. Es gibt auch andere Interpretationen. Aber grundsätzlich ist das vielleicht eine Lösung, dass der Joker vom Wahnsinn nur so erlöst werden kann, indem Batman ihn tötet. Gewissermaßen könnte man auch sagen, das stellt sogar einen Tod für Batman selbst dar. Auch wenn er jetzt nicht physisch verstirbt, hat er ja seinen Schwur gebrochen oder seinen Ehrenkodex, keine Menschen vorsätzlich zu töten. Vielleicht ist der Wahnsinn des Joker jetzt ein bisschen auf ihn übergesprungen und er konnte sich nicht mehr kontrollieren und hat deshalb den Joker getötet. Oder er hat eher rational nachgedacht und sich gesagt, wenn der Joker jetzt gefangen wird, wieder nach Arkham Asylum kommt, aber wieder ausbricht, dann wird er ja in Zukunft sicherlich wieder weitere wahnsinnige Verbrechen begehen. Es wird weitere Todesopfer geben. Und insofern hat Batman vielleicht an der Stelle dann gedacht, irgendwann muss er das beenden. Und das geht nur, indem er den Joker tötet, um weitere Verbrechen und Leiden für andere unschuldige Opfer zu vermeiden. Man könnte sich überlegen, dann würde Batman vielleicht sagen, ja, damit muss ich jetzt aber auch meine Existenz als Held und als guter Ritter und als Superheld aufgeben, weil ich einen Menschen getötet habe. Das ist wiederum dann auch Interpretationssache. Ja, das war dieses Comic, Batman the Killing Joke von Alan Moore und Brian Bolland. Es gibt dazu auch einen Zeichentrickfilm, ein Animated Movie. Das hat eine Laufzeit von 77 Minuten. Und da gibt es zusätzlich noch so circa eine halbe Stunde eine Vorgeschichte, die sich mehr mit Batgirl beschäftigt. Da sind Batman und Batgirl zusammen unterwegs und kämpfen gegen so eine Gruppe von Gangstern in Gotham City. Und es kommt dann auch zu einer kurzen Liebesaffäre zwischen Batman und Batgirl. Und Batgirl will ihre Superhelden-Identität dann aufgeben und nicht mehr weitermachen, weil es da einige Probleme gab. Und Batgirl ist ja Barbara Gordon. Also insofern leitet das dann über. Barbara Gordon ist nicht mehr Batgirl, sondern wird eben dann vom Joker angeschossen. Und ganz am Ende in einer Mid-Credit-Scene sieht man dann noch, dass sie im Rollstuhl sitzt und dann als Oracle, als die Supercomputer-Expertin der Superheldengemeinschaft weiterarbeitet, wie das dann in späteren DC-Serien auch ist. Insofern, so circa eine halbe Stunde ist eine Vorgeschichte, die mit dem Comic praktisch nichts zu tun hat. Ab da wird aber dann auch in diesem Film die Handlung des Comics so praktisch 1:1, eigentlich ganz originalgetreu, wiedergegeben, wie man das auch aus dem Comic kennt. Ja, diese Darstellung des Joker, die hatte wiederum auch Einfluss auf verschiedene spätere Verfilmungen. Ich habe das hier mal mit dabei. Also Batman, da gab es ja schon mal eine Reihe mit 4 Filmen. Und der erste Film von 1989 von Tim Burton mit Michael Keaton als Batman und Jack Nicholson als der Joker. Darauf soll auch dieses Comic Killing Joke eben Einfluss gehabt haben auf die Darstellung des Joker. Dann in der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. In dem zweiten dieser 3 Filme, The Dark Knight, da spielt ja Heath Ledger den Joker und erzählt dann so verschiedene Herkunftsgeschichten und sagt sich auch, wie auch in dem Comic, er will sich eigentlich gar nicht so ganz genau an seine Vergangenheit und Herkunft erinnern. Er bevorzugt Multiple Choice, dass er verschiedene Wahlmöglichkeiten hat, wie er zu dem Joker geworden sein kann und was dazu geführt haben könnte. Und schließlich in dem Film von Todd Phillips, Joker, da ist der Joker ja zuvor auch ein erfolgloser Comedian und Clown und jemand, der ganz starke psychische Probleme hat und soziale Probleme.
Und das ist ja mehr so ein Sozialdrama. Also das ist jetzt kein klassischer, richtiger Superhelden-Blockbuster-Film. Aber der Joker wird in diesem Sozialdrama dann auch von einem erfolglosen Komiker schließlich zu diesem wahnsinnigen, psychopathischen Killer-Clown. Und das geht sicherlich auch auf die Darstellung in The Killing Joke zurück. Ja, das war's also wieder einmal von der Star Fox Comic Box. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.